Schorsch, was ist denn bei euch passiert? Hallo Irina, uns hat was gebissen. Euch hat was im Bällebad gebissen? Das ist voll gruselig. Wir werden gleich herausfinden, was sich dort in diesem Bällebad versteckt. Hoppla! Wir haben was gefangen. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, der Haken ist weg. Hey, dieses Etwas hat den Haken aufgegessen. Komm, ich werde dieses Ungeheuer fangen. Schorsch, du brauchst aber ein Anti-Biss-Kostüm. Peppa hat recht. Komm, Schorsch, wir werden dich vorbereiten. Ja. Jetzt noch eine Mütze. Auf jeden Fall, Schorsch. Und ein paar Handschuhe nicht vergessen. Ich bin soweit. Viel Glück. Das hat mich gebissen. Oh nein, Schorsch! Wir brauchen einen Kran. Halte durch, Schorsch! Halte durch! Hilfe! Oh, Schorsch, wir haben dich! Und das ist ein Spielzeugkrokodil. Das macht mir aber Angst. Habt keine Angst. Ich zeige euch, wie man damit spielt. Na, lasst uns spielen. Ja. Na komm schon, na mach, na los. Oh, oje, ich hab Angst. Irene, ich hab immer noch Angst. Ach, brauchst du nicht. Ist doch nur ein Spiel. Probier's mal. Ich will auch mal probieren. Ja, okay. Na siehst du, Peppa, das ist nur ein Spielzeug. Und du, hast du schon mal mit so einem Krokodil gespielt? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Hallo, Peppa. Was machst du hier? Hallo Irene, ich möchte mein eigenes Restaurant öffnen. Ein Restaurant? Das ist ja richtig toll. Lass dir helfen.
weil ich eine Kochhaube habe. Das ist ja toll. Cool. Dann möchte ich Kellnerin sein. Ich habe auch eine Schürze. Peppa, was wird es denn Schönes in deinem Restaurant geben? Ich schaue kurz, was ich im Kühlschrank habe. Lass mal aufmachen. Brokkoli, Erdbeere, Kartoffel, Tomate, eine Banane und eine Orange. Alles klar. Dann lass uns aus all dem, was wir daraus kochen können, ein Menü erstellen. Das werden wir schön bunt machen. Ich mag das Hellblau und das Grün. Ui, das sieht ja hübsch aus. Und unsere Gerichte können wir mit Aufklebern ich mache Pizza, Pommes, außerdem Cupcakes und Milkshakes. Peppa, noch nicht ganz. Zuerst brauchst du noch ein Schild. Genau, mein Restaurant braucht ja noch einen Namen. Wie wär's denn mit bei Peppa um die Ecke? Ja, bei Peppa um die Ecke. Voll toll. Ich als Koch muss in die Küche. Dann lasst uns auf unsere Kunden warten. Restaurant bei Peppa um die Ecke. Da schaue ich rein. Schönen guten Tag, lieber George. Schön, dass du bei uns vorbeischaust. Bitte setz dich. Bitte wirf einen Blick auf unsere Karte. Menü. Das sieht ja alles lecker aus. Ich hätte gerne Pommes. Einmal Pommes. Alles klar. Peppa, erste Bestellung. Einmal Pommes. Eine Portion Pommes ist gut. Kartoffel. Brokkoli, Erdbeere, Kartoffel. Peppa, komm, ich wasche die Kartoffel so lange. Und du bereitest ein Schneidebrett vor. Ja, ist gut. Bitte sehr, einmal Kartoffel. Fertig geschnitten. Und jetzt braten. Ein bisschen Salz. Super, Peppa. Das bringe ich jetzt George. Bitte sehr, George. Lass es dir schmecken. Schön heiß. Köstlich. Das war lecker. Kellner. Was darf es sein? Die Karte, bitte. Bitte sehr. Ich hab Durst. Ich möchte einen Milkshake. Aber natürlich doch. Peppa, einmal Milkshake bitte. Alles klar, ich bin schon unterwegs. Und ich spüle so lange das Geschirr. George mag Erdbeercocktails.
fertig. Rewe, kannst du noch die Erdbeere waschen? Klar doch. Ab in den Mixer. Peppa, vergiss die Milch nicht. Ui, das sieht ja toll aus. Scheint fertig zu sein. Einschenken. Bitte sehr, mein lieber Schorsch. Lass es dir schmecken. Das ist der beste Milchshake, den ich je getrunken habe. Peppa, wir haben mit dir gute Arbeit geleistet. Ich glaube, wir haben auch einen Milkshake verdient. So. Das ist tatsächlich gut geworden. Wunderbar. Und du? Komm uns auch besuchen ins Restaurant. Bei Peppa um die Ecke. Wir sehen uns noch. Tschüss. Wo ist meine Schleife hin? Wo ist meine Schleife? Ist sie das? Nein, das ist sie nicht. Ist sie das? Was ist passiert? Ich habe meine Schleife verloren! Aber du bist doch hier voller Bänder und Schleifen. Ja, aber ich kann meine Schleife nirgendwo finden. Ja, Peppa, es ist hier so unordentlich. Ist doch klar, dass irgendetwas verloren geht. Und was soll ich machen? Du brauchst eine spezielle Truhe. Für deinen Schmuck. Hopp, 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 hopp. Oh, Irene, schau mal. Das ist eine Bedienungsanleitung. Peppa, kannst du mir dieses Detail hier finden? Klar. Und ich habe die Seiten gefunden. Die Seiten befestigen wir am Boden. Noch eine Seite und festdrücken. Vierte Wand. Und daraus machen wir den Deckel. So. Und und 3 und 4 und 5 und jetzt kommt der Deckel drauf. Peppa, komm raus. Na was denn? Ich mag meine Truhe schon, du da? Und jetzt machen wir diese Streifen hier. Pass mal auf. Hopp. Das kleben wir jetzt fest und tada! Und der zweite Streifen. Jetzt wird es Zeit, die Kiste zu dekorieren. Ein Herzchen. Hopp. So. Seite. Jetzt hier noch ein Blümchen
Und von der anderen Seite natürlich auch. So. Und noch von der Seite. Blume und die Blumenmitte. Kriegen die schon noch ein paar Glitzersteine? Na, aber sicher doch. Hoppla. Hm? Na, Peppa? Gefällt dir deine Truhe so? Schau mal, wie schön die glitzert. Oh, was für eine geniale Truhe! Na, weil wir noch ein kleines Schloss brauchen. Das hier müssen wir in zwei teilen. So, das Seil kommt durch die Perle durch. Das Seil kommt hier durch das Loch. Und hier noch. So. Und festziehen. Und hier ziehen wir die Schleife raus. Und so schließen wir unsere Truhe. Tada! Ich helfe dir, alles einzusammeln, Peppa. Kiste öffnen. Und so. Oh, Peppa, schau mal. Ist das deine Schleife? Ja, wir haben sie gefunden. Danke, Irene. Danke. Hopp. Yeah. Irene, von nun an habe ich Ordnung im Zimmer. Danke. Gern geschehen, Peppa. Und du? Räumst du dein Zimmer auf? Wir sehen uns noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.